Gut, ich möchte euch jetzt einen nächsten Sprecher ankündigen gleich. Das ist ja, ein guter Freund, ihr kennt ihn alle. Er ist ein toller Musiker, er spielt aber leider heute nicht. Und ja, er ist sicherlich auch ein toller Redner und er hat ein paar Worte für euch übrig da, zum hört's gut zu. Und in diesem Sinne, danke schon mal für meine kleine Wenigkeit da heraus. Und ja, ich werde noch ein paar Worte mit euch sprechen, wenn man sich alles ankündigen kann. Also, einen tollen Applaus für meinen nächsten Sprecher, an Klausi. Grüß euch alle miteinander. Ich hab das jetzt nicht auf meinem Zettel stehen, aber mir taten so viele Sachen in den Kopf rumgehen, was ich eigentlich alles sagen möchte und sagen müssen. Aber ich möchte heute meine Sichtweise hier euch darlegen. Und normalerweise, ihr wisst es, ich bin eigentlich nur für Stimmung und für Gaudi zuständig. Und an dieser Stelle möchte ich eigentlich gar nicht stehen, weil ich eigentlich mit meiner Musik eigentlich jeden alles geben mag. Und jetzt muss ich heute leider mal vom Zettel ablesen, weil das habe ich mir alles so schön zusammengeschrieben. Und ich darf mir mal vorstellen, die meisten werden mich kennen. Die, die mich nicht kennen, die werden mich heute noch kennenlernen. Mein Name ist Klaus Melik, bin Familienvater mit zwei Kindern und einer Frau, die immer hinter mir stehen. Ich bin seit über 20 Jahren Berufsmusiker. Ihr wisst alle, Musik verbindet. Das ist meine Berufung. Jeder weiß, wie schwer es ist, bis man sich das alles aufgebaut hat und einen guten Namen gemacht hat. Von nichts kommt nichts, ja. Es gab in meiner beruflichen Laufbahn Höhen und Tiefen und natürlich auch Existenzängste. Gleich mal vorweg. Wenn mich damals einer gefragt hätte, ob ich mal auf die Straße gehen würde oder noch als Sprecher auf einer Kundgebung fungieren würde, dann hätte ich natürlich Nein gesagt. Aber jetzt stehe ich da. Und es ist sehr wichtig für uns, für unsere Kinder und deren Zukunft. Ich hatte heuer leider einige Schicksalsschläge, die sie auch meine Geldreserven aufgebraucht haben. C'est la vie, so ist das Leben, aber näher geht er darauf nicht ein. Übrigens, ich persönlich habe keine Angst vor Corona und auch nicht von Sterben. Das soll jetzt nichts gegen Corona sein. Das ist meine Darstellung. Ich habe eigentlich von nichts Angst, nur von der Zukunft. Ich gehe auch heute gar nicht auf Corona ein, sondern nur auf unsere Zukunft. Ich spreche heute im Namen aller Betroffenen, wie wir, die Hoteliers und dessen Lieferanten, wie wir, Metzger, Bäcker und so weiter, die als Rattenschwanz mit betroffen sind, die Eventbranche und die Künstler und viele mehr. Im ersten Lockdown hatte ich mich dazu entschlossen, für alle Menschen, die zwangsweise zu Hause bleiben müssen, meine Live-Musik per Livestream über Facebook zu übertragen. Dies wurde auch sehr gut angenommen. Und ich hatte teilweise pro Livestream bis 50.000 erreichte Personen. Meine Fans und Freunde und alle neu weiterhin Zukommenden unterstützten mich mit freiwilligen Spenden, wofür ich ihnen auch sehr dankbar bin. Ich sage immer, es kommt alles im Leben zurück. Die Kulturtage konnten in Verlassing nicht mehr stattfinden. Deswegen findet zum Beispiel heute, muss ich gleich mal als Werbung sagen, heute auch, wenn Bayern spielt, heute der zweite Livestream ab 19 Uhr aus der Lockwelt in Verlassing statt. Unter Facebook Musik, also Musik-Klaus, oder per Webseite fancy-party.de könnt ihr da reinschauen und könnt ihr das alles verfolgen. Ich, Murat
unser Fancy Party Team und viele Künstler freuen sich heute auf euch. Jeder spricht sich leicht, der regelmäßig sein Geld, sein Gehalt, seine Pension, seine Rente und so weiter bekommt. Wartet mal ab, wenn ihr mal in unsere Lage kommt. Ich wünsche es keinem. Das größte Problem sind die Soforthilfen vom Staat. Sie werden großartig versprochen, aber zum großen Teil nicht geleistet und auch nicht eingehalten. Da braucht man sich eigentlich gar nicht wundern, wenn die Politiker nicht mehr für ernst genommen werden. Wenn zumindest eine gute Soforthilfeunterstützung vom Staat kommen würde, dann hätten viele Betroffene zumindest keine Existenzängste. Wie sieht es in der Wahrheit mit den Soforthilfen aus? Davon kann ich ein Lied singen. Gleich mal vorweg. Mir wurden über 90% meiner Aufträge heuer storniert. Habe bei keinem meiner Kunden eine Stornogebühr in Rechnung gestellt. Das kann man jetzt Anstand oder auch dumm nennen. Erster Lockdown. Auf den zweiten Anlauf hin bekam ich die erste Soforthilfe von 5.000 Euro. Ja, 5.000 Euro, der eine oder andere wird jetzt sagen, das ist ein Haufen Geld, da kann man viel damit anfangen. Das stimmt. Aber wenn fast meine beruflichen Ausgaben ungefähr in diesem Bereich sind, was sind dann 5.000 Euro? Übrigens, diese Soforthilfen werden über betriebliche Aus- und Einnahmen berechnet. Zum Beispiel, ich habe mich sehr darum bemüht, dass ich wieder Engagements, Aufnahmen in mein Tonstudio und Filmaufnahmen bekomme. Diese Einnahmen inklusive der Spenden haben fast meine Ausgaben gedeckt. Deshalb bekomme ich wahrscheinlich diese weiteren Soforthilfen vom Bund bis 4.000 Euro nicht. Aber von was soll man dann leben? Da wäre jetzt die aktuelle Hergehensweise der Soforthilfe mit 75% der Einnahmen des letzten Jahres sinnvoller. Aber auch nur dann, wenn es vom gesamten Jahresdurchschnitt berechnet wird. Denn wir Musiker und auch wahrscheinlich Gastronomen haben natürlich auch unsere guten Monate. Bei mir sind es von Mai bis Oktober. So ist es halt bei mir. Wo wir dann die schlechteren Monate überbrücken müssen. Somit habe ich die weitere Soforthilfe vom Bund von 4.000 Euro beantragt. Im Mai bekam ich ein Schreiben vom Ministerium, das meinen Antrag vom 3.4. abgelehnt hat, da ich diese Hilfe nicht privat in Anspruch nehmen darf. Daraufhin habe ich am 23.5. einen Brief bei Einschreiben wieder mit Widerspruch aufgesetzt, wo ich auch meine monatlichen geschäftlichen Ausgaben auflistete. Der Widerruf war nur per Brief möglich. Bis Ende Juli bekam ich immer noch keine Antwort. Sendete nochmal diesen Brief und habe dazu geschrieben, wo bleibt meine Antwort? Und dann habe ich noch dazu geschrieben, richten Sie Herrn Söder einen schönen Gruß von mir aus. Ich zitiere ihn, wir lassen Sie nicht alleine, doch schon. Leider vergebens. Bis jetzt, müsst ihr euch vorstellen, bis letzte Woche, habe ich immer noch keine Antwort bekommen von meinem Widerruf von Mai. Jetzt versuchte ich die letzte Woche noch per E-Mail mein Glück, wo ich zuvor wegen dieser Soforthilfe, wegen der ersten Soforthilfe Kontakt hatte. Ja, Gott sei Dank. Die zuständige Dame leitete meine E-Mail an ihre Kollegin weiter. Komischerweise musste ich feststellen, dass diese Widerspruchsschreiben ebenfalls dort zur Bearbeitung kommen, wo ich für die erste Soforthilfe per E-Mail Kontakt hatte. Warum jetzt per Brief und dann per E-Mail? Ich weiß ja gar nicht, wo meine Briefe hingekommen sind. Wie soll man mit solchen Hilfen vom Staat überleben können? Schon langsam darf man sich die Frage stellen, was habt ihr eigentlich mit uns vor? Ich ganz besonders möchte eigentlich fordern, eine unbürokratische, vernünftige, überlebensgerechte Unterstützung oder ihr lasst uns endlich wieder unseren Job machen. Das Traurige
an dieser Geschichte ist, muss man einfach so sehen, dass die Regierung unser ganzes Geld aus dem Fenster geworfen hat und durch diese Hilfen Deutschland sich jetzt noch mehr verschuldet. Das ist ja eher Wahnsinn. Jetzt möchte ich nur auf weitere Soforthilfen eingehen. GEMA-Mitglieder wie ich können auch Soforthilfe bis 5.000 Euro beantragen. Leider vergebens. Ich bin angeblich kein Notfall. Ich antwortete, wenn nicht ich, wer dann? Kann nicht mal meinen Lebensunterhalt bestreiten. Künstler-Sozialhilfemitglieder wie ich bin in dieser Kasse, können Soforthilfe von 3.000 Euro beantragen. Entfällt aber, wenn man schon mal eine Soforthilfe bekommen hat. Soforthilfe für den zweiten Lockdown. So viel wie ich in Erfahrung gebracht habe, bekommt man für den Lockdown Berchtesgadener Landverordnung keine Hilfe. Angeblich bekommt man erst dann vom Staat eine finanzielle Hilfe, wenn ein Lockdown ausgesprochen wurde. Oktober beschließt die Bundesregierung ein Beherbergungsverbot. Alle Urlauber und Reisende stornierten ihre Buchungen. Somit wurden all meine Kleinaufträge vom Veranstalter ebenfalls abgesagt. Das war vor den Maßnahmen oder wie sagt man, vor den Verordnungen vom Berchtesgadener Land. Genau. Dann wurde das Beherbergungsverbot wieder von einem Gericht gekippt. Dann war schon alles kaputt und die BGL-Verordnung traten auch dann schon in Kraft, die zwei Wochen. Schauen wir mal, was jetzt bei dieser angeblichen unbürokratischen Soforthilfe rauskommt. Jetzt nochmal zu meinem Beruf. Ich habe kein Berufsverbot. Ja, das stimmt. Aber das ganze Jahr hatte ich kleine Auftritte. Davon sind nicht mal die betrieblichen Ausgaben gedeckt. Die abgesagten Veranstaltungen, die auf Ende des Jahres verschoben worden sind, wurden wieder abgesagt. Schauen wir mal, was nächstes Jahr alles abgesagt werden muss. Es ist für die Eventbranche und den Künstlern alles ungewiss. Es ist schon traurig, dass wir nicht unseren Job machen dürfen. Wahnsinn. Und jetzt komme ich halt dann schon langsam zum Schluss. Ich bin so stolz auf mich und meine Familie, dass wir trotzdem dieser schlimmen Lage und Zeit immer noch positiv denken. Gott sei Dank bin ich so stark und habe ein sehr gutes Selbstbewusstsein. Sonst wäre ich einer von denen gewesen, die sich wegen solchen Sachen sich das Leben genommen haben. Traurig, aber wahr. Und ich sage nur eins, es kommt leider, das vermute ich, und meine Vermutungen sind oft sehr gut, weil ich irgendwie, weiß auch nicht, verrecktes Unterbewusstsein habe, das wo ich schon so, wo schon rattert. Es kommt leider noch der große Bums, der wird kommen. Macht's ab. Außer ihr unterstützt uns alle dabei. Danke. Also, ich möchte mich an dieser Stelle bei euch bedanken, dass ihr alle so super zugehört habt. Danke nochmal für alles. Und ich möchte euch zum Abschluss noch einen Titel spielen. Normalerweise, ihr habt es gesehen in der Zeitung, normalerweise hätte ich ja passend vielleicht dazu Highway to Hell gespielt. Aber das lassen wir lieber, weil sonst wird das ein Startfest und dann kriegen wir Probleme. Aber ich habe ein Lied vorbereitet, das passt auch ganz gut dazu. Es ist normalerweise ein Trompetenstück von einem Musikkollegen, der wo leider auch nicht mehr unter uns ist, der wo vor 2 Jahren gegangen ist, aus dem Tiroler Raum. Und der Titel heißt Echo der Berge. Und das Echo der Berge, das passt zu uns gut dazu, zum Berchtesgadener Land, weil es mir so schön haben und hoffentlich auch alles wieder schön wird und gut wird. Und Echo der Berge, ich sage euch, es kommt alles zurück. Und das spiele ich jetzt mit der Panflöten. Ihr müsst mir verzeihen, wenn die Panflöte nicht ganz stimmen würde, weil ja die Kälte da ist und kann sein, dass sie so ein Instrument verstimmt. Muss schnell technisch was vornehmen, gleich.